Was haben Verkaufstrainings und Diäten gemeinsam? Sie funktionieren nicht. Oft bewirken sie sogar das Gegenteil. Eine britische Studie mit 4000 Teilnehmern zeigte, dass ein Drittel aller Menschen, die versuchen abzunehmen, schon kurz nach der Diät dicker ist als vorher. Trotzdem gaben 25% aller Befragten an, dass sie praktisch ständig versuchen abzunehmen. Auch ein Möbelverkäufer, der seit 20 Jahren im Geschäft ist und in dieser Zeit zahllose Verkaufstrainings über sich ergehen lassen musste, verkauft im 20. Jahr mitnichten mehr als in den ersten Jahren seiner Karriere. Jetzt fragen sich wahrscheinlich, wenn Diäten nicht schlank machen und Verkaufstrainings nicht umsatzstärker, was machen wir dann, wenn wir unserem Aussehen oder unserem Verkaufserfolg, wenn wir damit nicht zufrieden sind? Kleine Änderungen von Gewohnheiten machen erfolgreich. So wurden zum Beispiel zum Thema Essen Teilnehmer einer Studie angeregt, beim Essen eine oder mehrere folgender Verhaltensveränderungen vorzunehmen. Sich sonst aber überhaupt nicht einzuschränken, kein Hunger. Sie sollten die Hauptmahlzeiten von einem kleineren Teller essen als normal, so ein Frühstücksteller. Außerdem nach jedem Bissen Messer und Gabel aus der Hand legen. Zu jeder Mahlzeit ein Glas Wasser trinken. Niemals aus einer Packung essen, zum Beispiel Kartoffelchips. Sonst nichts. Keine Verbote. Chips waren nicht verboten, nur nicht aus der Packung. Keine Verbote, keine Diät, kein Kalorienzählen. Die Teilnehmer, die angaben, sich an mindestens 25 Tagen an diese Vorgaben gehalten zu haben, nahmen im Schnitt mit einer Geschwindigkeit von 1 Kilo pro Monat ab. Warum? Ganz einfach. Weil sie zum ersten Mal seit langer Zeit bewusst darauf achten mussten, wie und was sie aßen. Puh, das geht mir aber nicht schnell genug, Herr Witt, denken sich jetzt vielleicht. 1 Kilo pro Monat, was soll denn das? Und dann machen sich auf die Suche nach der nächsten Crash-Diät. Eine Crash-Diät macht sie aber erwiesenermaßen durch den Jojo-Effekt nicht nur dicker, sondern auch kränker. Genauso kurzfristig denken auch viele Möbelhändler und ihre Führungskräfte, wenn es um die Entwicklung der Möbelverkäufer geht. Schnell soll's gehen, Zauberei ist gefragt. Kommen Sie mal vorbei und machen Sie mit meinen Leuten 2 Tage Einwandbehandlung oder Kontakttraining. Machen Sie die fit. Das ist die lapidare Ansage. Eine Crash-Diät für den Verkaufserfolg wird oft gewünscht und wird leider von vielen Verkaufstrainern auch so verkauft. Dabei wird aber nicht geklärt, welche Verhaltensveränderung überhaupt gewünscht ist. Wer sicherstellt, dass das alles dann auch anders gemacht wird? Wissen ist nicht können und können ist nicht machen. Drittens, wie gemessen wird, ob es was gebracht hat und vor allem, was genau denn dabei rauskommen soll. Es gibt da noch nicht einmal Ärger, wenn sich nach dem Training nichts ändert, denn, altes Zitat der Indianer, ein ungezielter Pfeil kann sein Ziel auch gar nicht verfehlen. Wie geht es denn besser? Mit unserem Durchsetzungsprogramm für den Möbelhandel. Dabei werden, wie beim Abnehmen, kleine Verhaltensänderungen im Verkaufsprozess und im Führungsverhalten über einen Zeitraum von 12 Monaten auf Autopilot gebracht. Führungskräfte und Verkäufer konzentrieren sich ganz bewusst auf bestimmte Teile des Verkaufsprozesses und verbessern ihr Verhalten systematisch. Das Vorgehen ist stufenweise und heißt daher auch die Treppenstufenmethode für den Möbelhandel. Informieren Sie sich unter folgendem Link über das Durchsetzungsprogramm.